Unsere Nachrichtensendungen sind eine komplette Volksverblödung und Verarschungsmaschinerie, meine Damen und Herren. Und die läuft hier im Dauerbetrieb. Im permanenten Dauerbetrieb. Und es wiederholt sich alles endlos. Und Sie können das überprüfen, wenn Sie mal nachts, da senden die schon mal die Nachrichten vor 25 Jahren. Haben Sie das schon mal gesehen? Beim ersten Mal war ich völlig durcheinander. Da saß ich nachts im Hotel, hab nochmal so durchgesäppt, ne, und dann, ja, da, Nachrichten, bin ich hängen geblieben. Ja, Nachrichten muss ich am Laufen bleiben. So, was hier mit Neues? Kenne ich schon, war da letzte Woche, war doch gestern. Was hier mit Neues? Erzähl was Neues. Ich hab 5 Minuten gebraucht, bis ich gemerkt habe, der ist doch schon tot. Sag mal, Endlosschleife. Und es ändert sich nichts, meine Damen und Herren. Wir mixen diese Parteien alle 4 Jahre neu in den Koalitionen. Und was verändert sich, meine Damen und Herren? Es verändert sich gar nichts. Nennen Sie mir irgendeinen der Bereiche, die ich eben aufgezählt habe, wo irgendwas besser geworden ist in den letzten 40 Jahren. Im Gesundheitswesen ist etwas besser geworden durch die ganzen Reformen. Krankenhäuser, Pflegeheime, ist irgendwas besser geworden. Bildungswesen, sind die Schulen besser geworden? Sind die Kindergärten besser geworden? Ist die Staatsverschuldung besser geworden? Seit 20 Jahren erzählen die uns alle 10 Jahre denselben Witz. Wir machen jetzt noch einmal richtig Schulden, kurbeln die Konjunktur an. Dann gibt es einen nachhaltigen Aufschwung und davon wird alles bezahlt. Das erzählen die uns alle 10 Jahre. Und weil der Deutsche nicht so gut behalten kann, glaubt er jedes Mal wieder, jetzt haben sie das Ei des Kolumbus gefunden. Ist bei der Arbeitslosigkeit was besser geworden? Das Bruttosozialprodukt ist in den letzten 30 Jahren kontinuierlich gestiegen, genau wie die Arbeitslosigkeit. Durch unsere Wirtschaftspolitik. Wo ist was besser geworden? In der Umweltproblematik? Ist irgendwas besser geworden? Nein, natürlich nicht. Und das wissen wir auch. Wir spüren es auch ganz tief in uns drin. Die meisten Menschen haben inzwischen eine Ahnung davon, was hier los ist. Wir sitzen alle in einem Zug und rasen mit ungebremster Geschwindigkeit auf einen Abgrund zu. Dieser Abgrund sieht ungefähr so aus wie die Gesellschaft der Vereinigten Staaten von Amerika. Wo mehr Menschen im Knast sitzen pro 1000 Einwohner als in jedem anderen Land der Welt. Weil sie einfach weggesperrt werden, wenn sie arm sind und sich wehren. Auf diese Art Gesellschaft rasen wir zu. Jeder für sich und Gott gegen alle. Und wir sitzen in dem Zug. Und es traut sich keiner, die Notbremse zu ziehen. Wir haben zu viel Angst, die Notbremse zu ziehen. Man kann da durchgerüttelt werden. Da kann ihm der Kaffee über die Hose schwappen. Dann lieber den Abgrund. Da wissen wir schon, was kommt. Wir ziehen nicht die Notbremse. Wir tauschen alle paar Jahre den Lokführer aus und sagen, gib Gas und halt Kurs. Ich mache jetzt seit 27 Jahren Kabarett, meine Damen und Herren. In den 27 Jahren hat sich thematisch nicht viel verändert. Ich mache immer noch über dieselben Themen Kabarett. Und wenn die Leute jetzt im Moment kommen und sagen, im Moment ist aber auch ganz einfach für euch, ne? So leicht war es aber auch noch nie für euch. Das höre ich auch seit 27 Jahren, ob sie das glauben oder nicht. Seit 27 Jahren kommt jeden Monat mindestens einer hinterher und sagt, aber so leicht wie jetzt haben sie es euch noch nie gemacht, oder? Sie wollen ja auch gar nicht vernünftig regiert werden. Geben Sie es doch endlich zu. Sie haben sich 16 Jahre lang im Kabarett über Helmut Kohl totgelacht und haben ihn alle 4 Jahre brav wieder zum Kanzler gewählt. Und das machen Sie mit der Merkel jetzt auch. Ich kenne Sie inzwischen. Sie wollen nicht vernünftig regiert werden, Sie wollen einfach Spaß haben. Das ist es doch. Mit Freude in den Abgrund. Das ist doch ein schönes Konzept. Der Deutsche ist ein Mensch, der immer um denselben Häuserblock spazieren geht, in jeder Runde in denselben Scheißhaufen tritt und sich dann eine Runde lang lautstark darüber aufregt, warum seine Schuhe so stinken und jetzt müsse endlich was gemacht werden und so geht es nicht weiter. Aber wehe, sie schlagen den Deutschen vor, mal einen Bogen um den Scheißhaufen zu machen. Dann sagt der Deutsche, keine Experimente. Damit können sie bei uns Wahlkampf machen. Stabile Verhältnisse. Bloß keine Experimente, schon gar nicht mit Extremisten. Es könnte ja was besser werden. Lieber die Politik, von der wir seit 30 Jahren wissen, sie wirkt nicht. Herr Doktor, sagt der Deutsche, Herr Doktor, was Sie verschrieben haben, hilft nicht. Aber geben Sie es mir wieder, da kenne ich jetzt wenigstens die Nebenwirkungen. Es wird sich nichts ändern. Denn die Einzigen, die überhaupt irgendwas anderes sagen, die überhaupt eine Idee haben, was man noch ausprobieren könnte, mit denen muss man ja gar nicht reden. Mit denen darf man noch gar nicht reden, wenn man mit der FDP überhaupt noch reden möchte. Das sind ja diese, das ist doch, das darf man ja gar nicht aussprechen, das ist ja diese SED-Nachfolgeorganisation. Sie wissen gerade in Nordrhein-Westfalen, fast alles alte SED-Kader in der Linkspartei. Wir haben ja das große Glück, dass wir keine alten Nazis haben. Aber SED-Kader haben wir ohne Ende.
Sehr schön auch, wenn die Leute sagen, ja, das ist doch diese Mauerschützenpartei, das kann man doch nicht vergessen, alles Mauerschützen. Ja klar, da sind ja 25-Jährige in der Linkspartei aktiv, die sind als Kind noch an der Mauer Patrouille gelaufen. Ja, die sind damals von Bonn immer nach der Schule mit dem Bus, ne, um an der Mauer noch. Noch schöner ist, wenn wieder einer kommt, ne, dann sitzt der Dieter Nuhr in der Talkshow und sagt, auf die Frage nach der Linkspartei, die sollen erstmal das Unrechtsvermögen der SED rausrücken. Das ist auch eine unglaublich intelligente Antwort. Das Unrechtsvermögen der SED soll die rausrücken. Sagen Sie mal, ist schon mal einer auf die Idee gekommen, von der katholischen Kirche zu verlangen, die sollen die ganze Kohle wieder rausrücken, die im Mittelalter zusammen geklaut, geraubt und erpresst haben, bevor mit denen nochmal einer redet? Und das ist nicht mal eine Nachfolgeorganisation. Die haben sich nicht mal nach der Hexenverbrennung umbenannt. Die haben das durchgezogen. Das ist Corporate Identity. Da steckt doch Überzeugung hinter. Im Namen des Herrn, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Unter diesem Motto wurden die Kreuzzüge geführt, die Ungläubigen wurden massakriert, die Hexen wurden millionenfach verbrannt, die Inkas und die Mayas wurden ausgerottet, um das Gold nach Europa zu holen. Im Namen der christlichen Seefahrt wurden die Afrikaner als Sklaven nach Amerika geschafft und jetzt werden die Kinder missbraucht. Jeder kommt mal dran, das ist doch schön, oder? Ja, ich weiß, der sexuelle Missbrauchsskandal der katholischen Kirche. Die katholische Kirche ist das Opfer der größten Einzeltäter-Zusammenrottung aller Zeiten. Wie viel Leid hat diese Organisation in ihrer Existenz über die Menschen gebracht, meine Damen und Herren? Aber wir haben natürlich Angst vor der Linkspartei, weil das ist ja... Wie hat die Bild-Zeitung vor 2 Wochen geschrieben? Die Linkspartei will eine DDR ohne Mauer. Ja, wie furchtbar ist das denn? Ist das wie ein Vatikan ohne Kindesmissbrauch? Eine DDR ohne Mauer, ist das wie ein Armer mit Geld oder... Sozialismus, sozialistische Misswirtschaft, keiner will das. Wir wissen doch genau, wie das aussieht. Sie wissen doch, als die Mauer aufging, diese schrecklichen Bilder. Zeltstädte, haufenweise Obdachlose, die nicht wussten, wohin. Ohne Gesundheitsversorgung, ohne Zähne, Suppenküche, mit langen Schlangen, wo Menschen angestanden haben, um eine einzige warme Mahlzeit am Dach überhaupt zu... Ich glaube, jetzt bin ich im falschen Land gelandet. Das waren die USA. Nein, nein, halt, halt. Das sind die glücklichen Umstände in den USA. Nein, DDR war nicht ohne Zähne, das waren die ohne Bananen. Das ist auch ein ganz grausames Schicksal, muss man mal sagen. Die Armen in den USA, die haben weder Bananen noch Zähne, meine Damen. Für 50% der US-amerikanischen Bevölkerung wäre der Lebensstandard der ehemaligen DDR der Luxus auf Erden. Aber keine Sorge. Den wollen wir ja nicht für alle herstellen. Wir wollen ja nicht, dass alle etwas haben. Das wird nicht kommen, keine Sorge. Wir haben auch nicht den Mut, irgendwas wirklich zu verändern. Wir haben viel zu viel Angst. In Deutschland Angst. Es könnte ja... Oh, nee. Man kann die Linkspartei, man kann doch nicht wirklich... Die SPD hat den demokratischen Sozialismus ganz nach hinten im Programm. Nee, so hinter der Garantierendite. Was soll denn der Arbeitgeber sagen? Der Deutsche hat eine Stelle, von der er nicht leben kann, die kann er aber auch noch verlieren. Da kann er immer noch nicht leben, hat aber nicht mal mehr einen Job. Man will doch im Kolosseum wenigstens dazugehören, oder nicht? Wir haben Angst. Wir haben Angst. Das ist das, was uns bestimmt. Das ist das, was unser Leben bestimmt, meine Damen und Herren. Hier werden keine Konzepte entwickelt, indem man in Ruhe darüber diskutiert und sagt, was ist vernünftig, was nicht. Hier wird mit Angst gearbeitet. Und so sind wir alle aufgezogen worden. Und das ist das Erbe der christlichen Religionen. So sind wir alle aufgewachsen. Die Kinder in den christlichen Religionen werden nicht aufgezogen, indem man ihnen beibringt, selber nachzudenken und zu überlegen, was ist richtig, was ist falsch, was ist sinnvoll, damit man zusammenleben kann. Nein, die Kinder werden großgezogen, wenn du das nicht machst, dann wirst du bestraft. So wachsen wir alle auf. Da kommt der Knecht Ruprecht. Und da sitzt einer mit einem großen Buch, der schreibt alles auf, was du gemacht hast. Big Brother. Allein diese Vorstellung, gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Ich habe als Kind Dinger beichten müssen, da wusste ich gar nicht, was das war. Aber man hätte Ärger gekriegt, wenn man nicht von Unkeuschgeld geredet hätte in der Beichte.
Ich weiß, da habe ich als Kind manchmal da gesessen und gedacht, wie furchtbar, ich sitze am Klo und denke immer Schlimmes und er weiß das alles da oben. Sagen Sie mal, wie psychopathisch muss man sein, um Kindern so etwas zu erzählen? Wie krank muss man sein, um sich so eine Religion auszudenken? Jemand, der alles weiß, jemand, der alles sieht. Und diese Angst steckt ganz tief in allen Menschen des westlichen Abendlandes, meine Damen und Herren. Und die kriegen wir nie wieder ganz raus. Denn damit sind wir aufgewachsen und so leben wir auch. Der Deutsche hält sich nicht an Verkehrsregeln, weil er einsieht, dass es sinnvoll ist. Er hat Angst, bestraft zu werden. Der Deutsche sagt nicht, ich parke das Auto nicht in der Feuerwehrzufahrt, weil ich Angst habe, Menschenleben zu gefährden. Nein, er hat Angst, abgeschleppt zu werden und Strafe zahlen zu müssen. Der Deutsche zahlt auch seine Steuern nicht, weil er es für sinnvoll hält, sondern weil er Angst hat, bestraft zu werden. Angst, wir sind mit Angst großgezogen worden und das kriegen sie nicht raus. Und die christlichen Kirchen machen ihre Mitglieder sogar noch davor Angst, was mit ihnen passiert, wenn sie schon so tot sind, dass ihnen gar nichts mehr passieren kann. Das ist natürlich eine geniale Geschäftsidee, muss man mal neidlos anerkennen. Da kommen sie nicht gegen an. Das können sie doch nicht aus der Welt diskutieren. Es kann ja Himmel und Hölle geben. Sie gucken mich so an, ich weiß es ja nicht, ich kann sie nicht beweisen. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass eine Ziege ein Kreuzworträtsel lösen kann. Aber es kann Himmel und Hölle geben. Es kann sein, dass sie ihren Mann im Himmel wieder treffen und das für die Hölle halten. Das ist alles möglich. Ob sie ausgerechnet mit den christlichen Kirchen in den Himmel kommen, ist eine ganz andere Diskussion. Es kann ihnen auch passieren, sie kommen oben an und Allah sagt Edge. Ja, dumm gelaufen, ein Leben lang für den falschen Altar rumgerutscht. Eh? Aber komm rein, wir brauchen noch ein paar Jungfrauen. Und dann werden sich die katholischen Priester wieder vordrängeln. Nimm mich, nimm mich! Angst, Angst, Angst. Wir sind immer mit der Angst regiert. Meine Damen und Herren, hier werden keine Wahlkämpfe geführt, indem man positiv ein Weltbild entwickelt, wie denn was verbessert werden könnte, sondern wenn die dran kommen, dann... Oh. Oh, Angst. Man hat den Deutschen immer Angst gemacht. Erfolgreich. Man hat uns Angst vor den Juden gemacht, dann haben sie uns Angst vor den Bolschewiken gemacht. Als ich jung war, wir wollten irgendwas anderes, hieß einfach nur, geh doch nach drüben. Da war die Diskussion immer sofort erledigt. Geh doch nach drüben. Das wollten wir nicht. Wir wussten damals schon, die DDR hatte mit Sozialismus so viel zu tun wie die katholische Kirche mit Christentum. Und geh nach drüben können Sie jetzt nicht mehr sagen. Drüben ist ja jetzt hier. Wir sind jetzt alle drüben. Ein paar Jahre lang war Angstvakuum. Wie ist Ihnen das damals aufgefallen? Die Mauer fiel und die Deutschen fingen an zu diskutieren. Können Sie sich noch erinnern? Es hieß plötzlich immer, unsere Verfassung ist doch nur vorläufig. Das ganze Grundgesetz ist doch nur ein Provisorium. Wir können alles nochmal neu diskutieren. Wir können die Sozialversicherungssysteme auf neue Beine stellen. Wir können überhaupt nochmal über alles Mögliche nachdenken. Ne? Und Friedensdividende, wir brauchen keine Rüstung mehr. Wir sind von Freunden umzingelt. Die Friedensdividende, wofür geben wir das Geld aus? Und bevor die Diskussionen so hochkochten, kam der 11. September 2001. Das Gottesgeschenk für alle Angstmacher auf der Welt. Und da war die Diskussion wieder erledigt. Freiheit, Solidarität. Und Umverteilung für soziale Projekte war gestorben und wir haben wieder Angst und das Geld wird wieder für die Rüstung ausgegeben. Und die, die davon leben, können sich beruhigt entspannt zurücklehnen.